Ein neues Video von Technikbauer. Heute zeigen wir euch, wie ihr auf euren Android-Fernseher Paramount Plus installieren könnt. Los geht's! Ihr habt einen Android-Fernseher und die App Paramount Plus, die ja neu ist, habt ihr hier nicht vorinstalliert. Dann zeigen wir euch, wie ihr das Ganze hier installieren könnt. Die meisten Apps sind ja von Haus aus schon vorinstalliert, wie Netflix, Prime und noch vieles mehr. Aber wenn ihr Paramount Plus haben wollt, dafür müsst ihr in den Google Play Store reingehen und hier schreibt ihr dann eigentlich nur noch Paramount Plus bei der Suche und schon könnt ihr dann die App herunterladen. So, das zeigen wir euch jetzt gleich mal. So, Paramount Plus erscheint hier automatisch und jetzt können wir die App hier installieren. Und sollte bei euch das eben nicht auftauchen, dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze über den Downloader, sprich ihr wechselt hier zum Play Store und sucht euch hier eben die App, die nennt sich Downloader. So, hier erscheint er gleich automatisch, weil es eben die Top-App ist. So, da runter scrollen, hier haben wir den Downloader und hier ladet ihr diesen herunter. Und wenn ihr diesen heruntergeladen habt, dann auf Öffnen und hier habt ihr dann den Browser. Hier gehen wir rein, tippen hier in der Adressleiste eben Google ein, damit wir mal die APK suchen. APK ist immer die Dateiendung einer App. Und hier, jetzt müssen wir mal runterscrollen, akzeptieren. Und hier tippen wir eigentlich nur noch ein Paramount Plus, plus als Endung am Schluss APK. Wie gesagt, das ist die Dateiendung für eine App, für eine Android-App. So, Paramount Plus. Und jetzt noch APK dazu. Und auf Suchen. Hier gibt es dann mehrere Ergebnisse. Ihr könnt euch hier irgendeine nehmen, welche ihr haben wollt. Ich werde diese hier zum Beispiel nehmen. Wie gesagt, es gibt mehrere Webseiten. Ihr könnt euch ja hier eine aussuchen, welche ihr haben wollt, wo ihr das Ganze herunterladen könnt. Und hier müsst ihr eigentlich dann nur noch die APK herunterladen. Und diese wird dann installiert. Und hier läuft auch schon der Download, wie man sehen kann. Und wenn das Ganze heruntergeladen wurde, installieren wir das Ganze und wir können schon Paramount Plus auf unseren Android-Fernseher anschauen. So, ein paar Sekunden noch, dann ist das Ganze erledigt. Download fertig, wir sagen nur noch installieren und die App wird hier schon installiert. Also bestätigen das Ganze nochmal. Fertig, wir öffnen die App und schon können wir uns hier die allerneuesten Filme ansehen vom Paramount Plus. Beim ersten Mal starten dauert es ein wenig, ist die App doch mal ziemlich groß. So, bestätigen das Ganze mit weiter. Und so sieht die Oberfläche aus. Und zusätzlich, was ihr noch machen könnt, könnt ihr das Ganze zur Startseite hinzufügen, indem ihr hier auf das Plus klickt und hier wählt ihr euch dann die Paramount Plus aus und schon habt ihr das Ganze zur Startseite hinzugefügt und könnt jetzt schneller drauf zugreifen. Solltet ihr noch dazu Fragen haben, verwendet doch die Kommentarfunktion, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikbauer sagt danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.